Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von OMSI, den Omnibus Simulator 2. Wir fahren heute mit einem MAN der neueren Generation. Hust. So, ich muss euch jetzt mal ganz kurz mit Mikro richtig hinmachen. Nicht, dass ich mich gleich wieder abhaut. So auf wie Jedi, die wilde Hummel. Aber hier ist es so. Vielleicht bei euch, dass ich das mal bei OMSI ein bisschen zurückpegel. Die Linie und die Rude stellen mir alles am Freiforter ZOP ein. Hoppala. Wie der gemerkt hat, hat sich in den zweit oder seit dem Alice 17 Video. Zeitdruck hat sich ja meinen Kanalbild was verändert, genauso wie auf Twitch der Offline-Banner. Ich werde jetzt versuchen, immer mehr neue oder versuchen, irgendwie mehr Sachen einzubinden. Ich bitte auch um Entschuldigung, dass ich diese Woche, also dass diese Woche zum Beispiel sich ein bisschen aus Vorproduktion bezieht. Was heißt das? Das heißt, dass diese Folge zwar. Diese Folge, die ich jetzt hier aufnehme, kommt am 24. raus. Tut mir auch leid, dass ich am 23. wieder kein Video kam, aber es wird sich jetzt ändern. Die Folgen für den 24. bis zum Samstag, den. Samstag, den. Jetzt habe ich es nicht auf dem Bild. Morgen ist der 24. bis zum 27. Das ist Vorproduktion. Wird alles am. Also die Folge für den 24. am 23. vorproduziert und alle anderen Folgen am 24. bzw. am 25. vorproduziert. Da ich sonst leider zeitlich nicht schaffe, ein Video hochzuladen. Mein Kaffee ist auch schon wieder leer. Naja, mein Gott, ist immer nur so. Verfrühung haben wir 8 Minuten. Was? Muss ich bloß mal dann schauen, wo wir am ZOP hin müssen, weil ich da noch nicht so oft gewesen bin. Ich werde vielleicht oben auch mal eine Abstimmung reinmachen, ob ihr vielleicht Lust auf ETS habt zu sehen. Schauen wir mal, also wenn ihr vielleicht Bock habt, dann würde ich auch mit euch eine Runde ETS fahren. Aber das lasse ich euch alles ein bisschen abstimmen, genauso wie mit der Cam bei LS17. Gleich auf den Abfahrtsteig der nächsten Linie fahren. Ja, ja, das wird ein Leben. B ist jetzt dann wo? Hier können ja die Leute einsteigen, das ist schon mal ganz gut. Wir schildern das Ganze jetzt mal, also fahren mal hier vor. Und öffnen die erste Tür. Die Linie war die 00013, okay, und die Route war die 20. Hallo. Hallo. Wir fahren nach Gewerbepark. Einmal eine normale Fahrkarte. 2,70. 4, dann kriegen sie 30 zurück. 1,30. Danke. Ups. Einmal normal, bitte. Einmal normal, jawohl. 30 auf die 2 und dann haben wir. Danke. Bitteschön. Ah, 4 und 5, genau, passt. Habe ich jetzt auf die 2 gesagt, gerenk auf die 3 sagen sollen. Warum hat es jetzt gepiepst? So, da wir Verfrühung haben, spulen wir natürlich die Zeit ein bisschen vor. 0 Minuten Verfrühung. Denn wir wollen ja auch gleich losfahren. Hallo. So. Automatische Ansagen sind natürlich auch in diesem Bus. Leider sind die Sounds vom Bus ein bisschen sehr laut. Wir können aber kurz ein bisschen hier reinfahren.
Weil ich die nächste Haltestelle, die ist ja noch gleich, die weiß ich noch. Oh, bin auch gut. So, da kommt jetzt nichts. Ich glaube, wir setzen uns das mal lieber wieder von da rein, aber ich habe das ein bisschen im Blick. Das war noch gelb. Mann, oh Mann, also der Bus wird wieder richtig besetzt werden. Besetzt sein. Hallo, grüß Gott, steigen Sie rein. Hallo. Einen Einzelfahrschein, bitte. Ich wollte es gerade sagen, aber hier, wir wollen jetzt mal hier nicht alle schwarz fahren, gell? Danke. Bitteschön. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte, hast du mir passend geben, das ist aber Shay, hey, bitteschön. Hallo. Hallo. Hallo, servus. Hallo. Nee, schwarz. Aber mal ein Brikett geben. Ja, Omi, ist okay. Oh, das war ein Profi. Oh, ich verdipp mich hier die ganze Zeit. Das finde ich jetzt hier nicht nett, dass hier die meisten schwarz fahren, hallo? Also, ne? Hier. Ich lasse die Tickets kontrollieren. Ah, soll der erste aussteigen, wo er es geklärt hat. Ja. Das sind die richtigen. Ja, 50. Wir werden wahrscheinlich dann auch demnächst bald mal auf Alheim-Laudensbach unterwegs sein. Müssen wir mal schauen. Hier ist der Betriebshof, von denen sind wir ausgerückt. Wollte schon sagen, aber das wisst ihr gar nicht, davon sind wir ja nicht im Video zu sehen. Natürlich ist das im Video zu sehen. Aber macht heute nichts, der Mirko ist heute ein bisschen neben der Spur. Denn ich war nämlich vorher noch arbeiten. Passt das so? Hallo? Hallo. Manfred, du hast genug Kohle, du arbeitest bei der Bank, so wie es aussieht. Also geh mal hier ein bisschen her, wo. Also, hallo, das ist ja der Wahnsinn. Einmal normal. Kriegen Sie 30 Cent zurück, bitteschön. Danke. Mal fix meine Linie hier vom Stumm ein bisschen höher machen. Oh, jetzt weit wieder zu. So. Die Hilfspfeile sind noch an, weil ich die Linie heute das erste Mal fahre. Denn zurzeit spiele ich nicht so oft sie in meiner Freizeit, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob jetzt hier eine 30er-Zone war. Ich fahre jetzt einfach mal 50, das wird auch okay sein. Ich meine, wenn ich die 30 übersehen habe, dann tut es mir echt leid. Aber ich hätte gemeint, dass ich das jetzt nicht getan hätte. Ja. Ja, Manfred, ich hab den gewonnen. Nicht so wie du, der unten in der Mülltonne gefunden hat, ich hab ihn wenigstens gewonnen. Muss mich da wenigstens dafür Mühe geben. Meine Güte. Servus, hallo, grüß Gott, hallo. Komm rein. Einen normalen Fahrschein. Ja. Dann haben wir 30 Cent, bitteschön. Nicht dafür, alles gut. Oh, da unten ist noch grün. Da wollen wir noch drüber, Mensch. Ei. Liebe Leute, ich kann nicht über Rot fahren. Bedenkt das bitte mal. Haben wir jetzt irgendwie Verspätung? Nee, Verspätung auch nicht, alles passt. Hier natürlich kann man es richtig hell machen, was ich jetzt auch mal lasse, wahrscheinlich, weil man so mehr sehen kann. Wahrscheinlich im Video auch, als wenn das so dunkel ist. Hier könnt ihr zurück und vor, die, also sagen wir mal, ihr wollt jetzt die Tour jetzt nicht richtig schildern und ihr müsst eine vor, dann könnt ihr hier auf jeden Fall vor und zurück natürlich auch.
Erstmal, es geht leider nicht. So geht eigentlich bloß das hier und die Zahlenknöpfe halt, so wie Linie, Route und Ziel. Oh. Ja, mit angezogener Handbremse haben Funktion. Nicht wohl nichts. Nee, kann ich nicht. Mir wurde das nicht so beigebracht, ordentlich zu fahren. Jetzt hört's mal auf, hier jede Minute hier zu meckern. Was soll denn das? Steigen Sie aus und gut ist. Hallo. Hallo, grüß Gott. Hallo. Okay. Ich frage mich, warum man das hier eine Doppelspur machen muss. Naja, gut. Bei einer Schnellstraße, okay. Bei 80. Oh, Manfred, es ist wieder gut, oder? Ist der Knüller, der Mann, ey. Irgendwann nehme ich dich nicht mehr mit, wirst du sehen. Ich habe mir dein Gesicht schon gemerkt. Ich glaub's aber. Hallo, grüß Gott. Oh. Aber wir können ein wenig schneller aussteigen, danke. Kreuz Frankfurt Ost Berlin 416 Kilometer, Dresden 264. Ja, leck mir um. Sei ja du. Na, Bergkraft wieder nicht so hoch. Heieiei. Römerberg, werden wir auch wahrscheinlich mal die Gletscherbahn fahren oder so, mal die paar Linien. Weil nicht wirklich mal ein bisschen abwechselnd sei. Also, es wird wahrscheinlich jetzt auch so zwischen. Ich bin noch am überlegen, wie ich es mache, ob OMSI, Minikraft und LS17 so, oder ob OMSI, LS17 nur erstmal kommt. Das werden wir aber alles, also das werdet ihr alles sehen jetzt in der laufenden Woche, wie das erstmal so verstatten geht. Müssen wir ja alles mal gucken. So. Oldenberg, Kierheim ist unsere nächste Station. Der Wahnsinn, dass ich einfach so rausfahre. Ne? Ich meine, ich habe ja dann doch schon 100 Sachen drauf. Nein, nicht mehr als 100 Sachen drauf gehabt, aber du bist halt dann doch schnell unterwegs, muss man ja dazu sagen. Also, du hast ja doch ein Tempo drauf und dann runter zu bremsen. Ne? Wegen Giebern, nur wenn sie denken, sie sind jetzt hier, die fahren hier raus. Ja. Die fahren einfach mal so rüber. Also ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe nichts berührt. Nicht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob ich die Leiblange berührt habe, aber ich hätte jetzt der Meinung gewesen, ich habe sie nicht berührt. Aber, nun gut. So ist es jetzt mal. Ich meine, ich ist in Ordnung, wenn die KI sagt, oder wenn die Fahrgäste sagen, ich fahre schlecht, dann fahre ich halt schlecht. Ist halt dann so. Aber dann können sie auch aussteigen, wenn ich auch so schlecht fahre. Müssen sich halt ein anderes Busunternehmen suchen. Ich werde nicht das erste, nicht das einzigste hier sein, mein Gott, ne? Ich muss ja da bloß dafür sorgen, dass die Fahrgäste ans Ziel kommen, ob sich oder nicht. Das ist auch uns egal. So. Ja, ohne Blinker. Ach, das ist doch wieder. Das ist wieder der Wahnsinn gewesen. Ohne Blinker biegt er ab. Joggersteig? Oh.
mal vorbei. Das Auto hat sich so blöd geparkt, ne? Hat einen Unfall gehabt, wie man sieht, Warmblinkanlage an. Also manchmal schwierig, da vorbeizukommen. Aber wir haben sie denn noch gesagt. Wiedersehen, macht's gut. Tschüss, hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal, ja. Nicht wundern, dass sie aussteigen, die mussten ja halt irgendwie zum Tierheim, was weiß ich. Dankeschön. Haben wir es jetzt hinten oder so? Oder müssen wir da irgendwie. Wie sieht's aus? Haben wir fertig? Oder los? Anscheinend ja. Perfekto. Ich versuche mir auch an meine Geschwindigkeiten zu halten. So ist es ja nicht. Aber seid mir da nicht böse, wenn ich wirklich mal die 30 km/h übersehe. Wenn ich jetzt in der Straße einbiege und ab den Herz geschaut und sie das Schild nicht. Ja. Zum Beispiel jetzt hier sind 60 oder 30. Jetzt habe ich das 30er Schild übrigens gesehen. Ich frage mich zwar, warum hier 30 sind, aber. Wenn hier 30 sind. Wollen wir uns mal dran halten. Damals im alten Frankfurt war ja hier eine Baustelle, wer sich vielleicht daran erinnern kann. Wurde jetzt alles ausgebessert. Nur wegen der Kurve wurde von 60 auf 30 reduziert, ne? Hätte ja 40 gereicht. Naja. Egal, hier alte 30, wo? Ach ne, 50. Hier wäre eben so in der Ost gewesen, dann wäre irgendwie so 50 nur gelten. Ach, sagt der Wahnsinn. Bald haben wir es nicht mehr. Also ich hoffe, es wird auch euch gefallen, so, dass nicht immer nur LS17 kommt, sondern mal OMSI kommt. Wie gesagt, ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch mit eurem Track aussieht, beziehungsweise das dürft ihr jetzt oben, beziehungsweise das dürft ihr eher oben rechts, kommt ein i, einfach draufklicken und dann steht dann, da war auch ETS dabei, also müsst ihr wissen, ob das wollt oder nicht. Für mich wäre es eigentlich nicht schlimm, wenn es käme, aber wenn sie es nicht wollt, dann brauchen wir es nicht machen, also das ist jetzt nicht so. Hier will keiner mit, okay. Da bin ich jetzt nicht so. Wäre jetzt hier die Endhaltestelle gewesen? Nee, jetzt. So, dann wollen wir auf 80 beschleunigen. Ich weiß ja nicht. Hier macht man 80. Ja, ich meine, okay, die Kurve ist jetzt nicht so schlimm, aber verstehe ich halt auch nicht so wirklich. Und mit 60 hat man locker die Kurve gepackt. Wir sind es runtergebremst auf 50. Auf 30 finde ich schon die Kurve davon übertrieben jetzt gewesen. Aber na gut. Haben die 80 werden hier auf dieser Strecke gar nicht aufgehoben. Und kaum beschrei ich, ist es 60. Das ist doch der Wahnsinn. Nee, das war bloß Überholverbot. Scheiße. Ich dachte, die 60 wurden aufgehoben. Hier wurden jetzt die 60 aufgehoben, aber Überholverbot wieder. Alles klar. Oh Mann. Ja, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Da vorne ist unsere Haltestelle. Irgendwo da vorne, auf jeden Fall, das weiß ich. Ob die Zurückfahrt kommt, das kann ich euch jetzt noch nicht versprechen. Das weiß ich nicht. Ob ich mir das antue.
So, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentieren nicht vergessen. Über den Kommentar würde ich mich echt super freuen. Ob positiv oder negativ, der Daumen. Das ist euch überlassen. Je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Macht es gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao.